Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben in der letzten Folge angefangen. Hier. Oh, guck mal, der hängt schon Würstel. Oh, lecker, lecker, lecker. Die Taverne zu bauen. Wir haben immer noch einen schwebenden Schornstein. Aber ja, es entwickelt sich auch gerade. Ups. Es wird auch langsam hochgebaut. Es braucht halt dementsprechend Rohstoffe. Es fehlen noch 20 Werkzeuge. 140 Stein fehlt noch. Au! Aber ansonsten haben wir relativ viel schon. Unser Geld geht auch gerade irgendwie wieder flöten. Ich vermute mal aufgrund des Handels eigentlich. Wüsste sonst nicht wieso. Die Grundsteuer ist so hoch. Nee, die Wartungskosten sind höher als sonst. Handelsausgaben 320. Das wird ein teurer Monat, du. Jetzt müssen wir dann überlegen. Weil happy sind sie auch nicht, weil 58 fehlt es an Taverne. Und ich vermute mal, dass es wirklich das ist, was fehlt. Dass die Taverne denen fehlt. Weil ich wüsste sonst nicht, was die damit meinen. Und mit einer 28er Bewertung. Kriegen wir nicht unbedingt die meisten Leute in unsere Wohnung. Wir haben aber auch fast 100 Einwohner. Ich hätte nie mal gedacht, dass das Spiel so weit geht. Aber ja, da kommt schon wieder ein. Was wollen Sie? Liefern Sie 20 Fisch? Wie viel Fisch habe ich denn? Weil er zeigt mir hier grün an, aber ich weiß nicht zur Hölle, wie viel wir haben. Habe ich es mal nachgeschaut. Wir haben genug Fisch. Perfekt. Kosten eigentlich die Gebäude auch Wartungskosten? Nee, kosten nicht. Attraktivität? Mittel. Ja, geil. So wollen wir das. Hier oben haben sich auch schon drei Häuser hingesetzt. Wahrscheinlich wegen der attraktiven Lage zwischen Marktplatz und Taverne. Alter, wie kann es 22 Leuten an Häusern fehlen? Ich habe euch genug Platz gegeben, dass ihr sagt, yo, wir bauen aus. Was macht ihr nicht? Ausbauen. Eigenes Verschulden. Ist der brav am Hackeln? Jo, ist er. Vielleicht müssten wir irgendwo tonnenweise Stein lagern, oder? Die haben gerade drei Steinblöcke auf Lager. Ey, das gibt's doch gar nicht. Also irgendwas läuft hier... Ach du Scheiße. Ja, hoch. Mission Deadlist. Wounded-List. Ja. Huch. Ich muss das gleich noch mit dem Geld verdienen lernen in diesem Game. Ich habe das noch nicht wirklich draußen. Unsere Holzfäller machen auch einen großartigen Job, weil so schnell kommt der Pflanzer gar nicht hinterher, dass er die Bäume pflanzt, wie scheint. Aber rein theoretisch können wir hier hinten dann auch bepflanzen lassen. Bedeutet, wir machen mal eine neue Aufforstung. Und zwar hier oben. Das ganze Gebiet gehört aufgeforstet, meine Freunde. Aber da können wir eh nichts pflanzen. Beziehungsweise der pflanzt da ja eh nichts. Erntefeldziel. So. So. Mach einfach ein bisschen größer die ganzen Radiusse hier. Und dann hat sich das schon. So, ich will da wieder raus. So, Dankeschön. Dann schauen wir mal, wie gut der hier jetzt alles voll sieht. Aber sie sehen auf jeden Fall. Und da kommt direkt was gleich wieder raus. Das ist ja schon mal gut. Oder habe ich zu schnell vielleicht expandiert? Könnte das sein? Weil ich habe ja einfach nur gekauft, Gelände. Was? Die verlassen mich? Bleib hier! Wer war's? Du sag mir wenigstens, was für einen Job du hattest, damit ich dem jemand anderen geben kann. Ach du Scheiße. Jetzt fehlt's auch an Kleidung. Leute, wir brauchen ganz, ganz dringend die Taverne. Ganz, ganz dringend. Sonst ist das Spiel
bald vorbei. Was passiert eigentlich, wenn wir wirklich nichts mehr haben? Also was passiert, wenn wir wirklich keine Bewohner mehr haben? Gibt's ein Game Over? Alter, wir sind bei 10% zufrieden. 9%! Was ist nur? Ich hätte die nicht befördern dürfen wahrscheinlich. Das ist das Problem. Bring dieses blöde Teil nach oben. Uns fehlen... Boah. Uns fehlen noch 90 Steine. 90. 7%! Schlimmer kann's gar nicht gehen. Da steht denn, ich soll eine Kirche bauen, ja. Wie kann es denn sein, dass ich keine Kleidung mehr produziere? Ich habe doch extra 2 Schneider. Oh. Das erklärt einiges. Der eine ist gegangen. Nee, ich muss heute leider absagen. Man kann morgen noch umziehen, okay. Das wollte ich jetzt aber gar nicht so. Bedeutet 1%. Boah. Shit. Macht hinne. Wir werden es nie und nimmer hinkriegen. 0%. Hey, wir haben die schwarze Null. Hey, 3%. Sie kommt schon. Wir brauchen das. Leute. Da passen aber auch nur 32 rein. Ein Ort zum Trinken und Essen. Zieht diese blöde Kiste hoch. Weil ein Essen kann es nicht mangeln. Hier wird tonnenweise verkauft. Kleidung 200. 12 Brot wurde verkauft. 12 davon und 24 Fisch. Wie viel Brot haben wir auf Lager? 16 und 50 Käse. Ich habe schon was für Käse hier. Aber ich glaube, wahrscheinlich kein Mitarbeiter, der für Käse eingeteilt ist. Kann das sein? Doch, Edward. Edward ist für Käse eingeteilt. Warum verkauft Edward nichts? Die sind im Minus? Das geht? Oh, die sind sauer. Leute, wir bleiben jetzt alle mal ganz ruhig. Es gibt keinen Grund, sauer zu werden. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Bezogen bei irgendwie ist gemeint, ich habe absolut noch keinen Plan, wie wir das machen. Aber wir kriegen keine neuen Dorfbewohner. Bedeutet, wenn die jetzt gehen irgendwann, dann ist wirklich Scheiße in der Buchse. Macht mir Kleidung. Da sind 10 Kleidungen drin. Das sind 14 Kleidungen drin. Das würde die Hälfte schon mal reduzieren. Holt die Scheiße raus. Holt die Kleidung aus den Läden, da! Da ist allein 14 gerade drin gewesen. Wir haben hier 22 Kleidung auf Lager. Leute, verkauft die Scheiße, wir haben so viel auf Lager davon. Bitte! Oh, es wird hier hell. Es könnte ein gutes Oben für uns sein. Alter, wir haben 40 Kleidung auf Lager, die muss aber reichen, Leute. Es geht nach oben. Es geht nach oben, Leute. Es wäre auf meine eigene Dummheit passiert, dass wir versagt hätten, ne? Kann ich ein bisschen in die Miesen gehen, rein theoretisch. Handel. Handelswaren. Steine. Ich verkaufe die Steine, dann ist klar. Ich verkaufe die ganze Zeit meine Steine und wundere mich, warum ich keine Steine habe. Was für ein Vollidiot bin ich eigentlich? Klar, ich habe viel Holz auf Lager, weil ich produziere wie ihre Holz, aber... Und vor allem das verstehe ich nicht. Wie kann das denn passieren? Wir haben doch voll viel Fläche markiert, oder?
Ist doch noch voll viel freie Fläche. Ich kann euch ja gerne hier noch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was sie euch bringt. Da ist es niedrig. Oder können die sich das nicht leisten? Ich weiß es ja nicht. Oder war, ist es... Sind die Gebäude... Wie kann das schon wieder... Wie? Hier sind immer noch 10 Kleidungen auf Lager. Also entweder ihr seid alle pleite oder ich weiß nicht, was abgeht. Was heißt das denn? Was ist das Rote? Was ist denn das eine da, das Schwarze? Fisch, links, Käse. Oder ist es die Taverne? Unterkunft. Waren, Dienstleistung. Glaube. Wir haben hier eine fucking Kirche. Kümmert euch da nah drum. Nie noch einer. Wer? Was warst du? Wenn das jetzt öfters passiert, haben wir ein Problem. Dann haben wir ein dickes Problem. 4 Steine. Alter, das ist nicht genug, Leute. Wir sind, okay, wir sind schon echt nah dran, dass das jetzt endlich fertig wird. Also es steigt gut, hier sind wir bei 96. Aber ich habe eher Angst, dass das nicht reicht, um sie alle happy zu machen. Jetzt will er wieder schon eine Audienz. Ich muss dich ablehnen, wir haben nicht genug Brot für dich aktuell. Die Brotsituation ist ein Engpass. Jetzt würde mich interessieren, wo habe ich... Was ist denn in dem Speicher drin? 0 Weizen, 4 Mehl. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine gute Weizenernte wieder, ne? So schaut's aus, uns fehlt das Weizen. Also sie bauen gut an. Ich glaube, sie nutzen fast alle Flächen, die ich ihnen... Nee, nicht mal ansatzweise. Status der Farm wachsen. Die nutzen nur so viel? Ich habe irgendwie das Gefühl, die können mehr verwenden. Das ist aktuell echt eine blöde Situation. Plus 16, wir machen trotzdem nichts Positives. Kommt schon diese Taverne-Welt... Oh. Die Folge ging es eigentlich nur um die Taverne, dass die fertig wird. Weil ich vermute halt, dass wenn das da ist, dass die alle ein bisschen happier werden und dann läuft es vielleicht ein bisschen runder wieder. Der Schneider hat nichts mehr. Die Stoffe sind leer. Oh, oh. Wer war für die Stoffe zuständig? Ihr habt 34 Stoffe auf Lager. Warum kümmert sich darum keiner, dass da so viele Stoffe auf Lager sind? Wo lagere ich die? Da sind ja noch 90 Stoffe auf Lager. Und rein theoretisch müssten die nur hackeln. Der hackelt schon brav. Oh Gott, die machen mich fertig. Huh. Da steht echt viel. Es fehlt noch 34 Steine. Es fehlt noch ein Gebäudeteil. Dann wäre das fertig. Aus Wildschwein und Käse her. Wir brauchen gar keinen Käse hier. Aber wir brauchen Wildschwein. Wie zur Hölle kriege ich Wildschwein? Woher krieg ich Wildschwein? Woher? Was? Köhlerei, Käserei, Milchbauernhof. Produziert Milch? Ja, den habe ich ja schon.
Habe ich irgendwie verpasst, wo ich das baue? Hä? Ich bin gerade grundverwirrt. Wie kriege ich denn? Dafür bräuchte ich doch eine Jägerhütte rein, theoretisch. Oh. Mir fehlt das Königreichzeug, was ich mit dem Turm abgerissen habe. Und da kriegt man eine Jagdhütte. Ja gut. Ich hoffe, der Käse reicht am Anfang. Wie kann es an so viel Kleidung fehlen? Ich verstehe das nicht. Die haben doch hier tonnenweise eigentlich. Hier sind 40 Kleidung auf Lager. Verkaufe ich Kleidung? Und wenn ja, dann schleppe ich mich hier selber hin, ne? Kleidung. Kleidung, Kleidung, Wildschwein. Ich finde noch nicht mal die Kleidung. So schaut's aus. Vielleicht weil es eines der Grundbedürfnisse ist, kann das sein. Ich sehe Stoff. Stoff sehe ich. Stoff muss ich nicht kaufen. Den Einkauf kann ich mal stoppen. Das ist vielleicht gar nicht doof. Nee, sonst sehe ich auch gar nichts. Hä? Nicht verlassen, wir sind bald so weit. Oh. Darf ich dann jeden Job durchsuchen? Ob eh noch alle hackeln. Neuling Jacob arbeitet hier. Hier arbeitet Julian. Aber wenn es irgendjemand einer aussetzt, ne, ein wichtiger, dann haben wir echt ein Problem. Jeder, der in der Produktionskette aktuell sitzt, muss überprüft werden. Wie schaut es mit der Weizenfarm aus? Läuft auch gut. Oh, die sind echt voll stinkig. Mach die Hütte fertig. Es fehlen noch 15 Steine. Liefert die jemand denn? 12 Steine bringt das Ding. Aber Leute, ich würde sagen, das wäre es bis zur nächsten Folge. Denn dann schauen wir uns an, ob wir überleben oder ob unser Königreich in den Ruinen fällt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.